Klaus Jürgen. Heute da, nicht zum allerersten Mal, aber zum zweiten Mal und zum ersten Mal ganz neu mit einem wunderbaren Thema heute. Ich bin ganz neugierig, denn es ist mir völlig fremd. Ja, das kann ich gut verstehen. Also, vor einigen Jahren habe ich den Erfinder von all dem, was wir hier auf diesem Tisch vorfinden, kennengelernt. Das heißt, eigentlich schon länger, aber wieder getroffen. Ja. Einen Herrn Richard Weigersdorfer. Und zwar auf dem Kongress Neue Homöopathie, Pranio-Home-Kongress in Herrsching, den damals Lajena Bassholz-Reinfelder veranstaltet hat. Und da ging es ja um das Thema Informationsmedizin. Also wo alleine durch Information Systeme geheilt werden können, Menschen geheilt werden können, Menschen emotionale oder mentale Heilung erfahren können. Ja. Und dann traf ich mit Richard Weigersdorfer zusammen und wir haben auch einige Buchprojekte zusammen verwirklicht. Und dann sagt er eines Tages, sag mal, hättest du Lust, über meinen Urteilchenstrahler ein Buch zu schreiben? Und der Urteilchenstrahler ist das, was jetzt hier steht. Was wir hier sehen. Und ich habe dann erstmal leichtsinnigerweise ja gesagt. Mich interessiert auch alles Neue. Ja, ich habe Aszendent Zwilling, das ist für Neues so offen. Und dann habe ich auch ein Urteilchenstrahler eines Tages dann bekommen. Ja. Und sollte ein Buch drüber schreiben und wusste erstmal gar nicht, was fange ich denn jetzt damit an. Ich habe mir den angeschaut, habe gedacht, naja gut, also wo ist denn jetzt die Steckdose? Der muss doch da irgendwo jetzt in die Steckdose reinstecken. Ja. So. Keine Steckdose, gesagt, keine Batterie und dachte, was mache ich jetzt damit? Mhm. Und ich hatte aber den Vertrag schon unterschrieben, dass ich das Buch schreiben sollte. Also so ein bisschen tollkühn bist du eben manchmal schon. Ich habe so ein inneres Gespür für Stimmigkeit. Und wenn ich so dann wahrnehme, das stimmt für mich, dann mache ich es, auch wenn ich es nicht verstehe. Super. Und dann habe ich so ein Jahr lang vor diesem Urteilchenstrahler gesessen und vielleicht so ein bisschen wie der Ramakrishna, der war mal im Kali-Tempel, da hat er dann gelebt und hat dann zu der Göttin Kali jeden Tag gebetet, bitte sprich mit mir. Ja. Und diese Kali-Statue, die stand und stand und stand und Ramakrishna war vollkommen verzweifelt. Und dann eines Nachts sprach die Kali mit ihm und hat sich bewegt. Mhm. Und das war dann der Erleuchtungsmoment von Ramakrishna. Und so ähnlich ging es mir, als ich vor diesem Urteilchenstrahler saß, habe ich gedacht, also bitte, was soll ich damit machen? Ja, soll ich den aufladen? Geschieht da? Ja. Und dann war das für mich einfach so eine Hingabe, vielleicht auch so ein inneres Gebet. Ich möchte das erfahren, was es da an Geheimnissen auf sich hat. Und dann begann ich, diese Urteilchenenergie zu fühlen. Und dann hat diese Urteilchenenergie selber mir so meinen Weg zu diesem Buch gezeigt, wie ich rankomme. Ja. Und das ist natürlich ein anderer Weg, als ihn jetzt Richard Weigersdorfer hatte. Mhm. Er ist ja der Erfinder von dem Ganzen. Das heißt, er kam dann vom Wissenschaftlichen her. Ich kam erstmal vom Fühlen her und habe dann das Wissenschaftliche erst dann nachgeholt. Ja. Und das war für mich so das Phänomen, dass ich, wenn ich den in der Hand habe, das war so meine erste Erfahrung, dass ich dort etwas spüren kann, dass da ein Strahl davon ausgeht. Ja. Und dieser Strahl geht davon aus, ohne Batterie, ohne Strom, es scheint eine andere Art von Energie zu sein. Ja. Und wir wissen ja inzwischen, dass in unserer Zeit immer mehr diese Nicht-Energiesysteme immer weiter im Vormarsch sind. Wir wissen von den Solarzellen, man versucht also Solarenergie einzufangen, und damit man nicht die Regenwälder abholzen muss und so. Aber es gibt auch dann Energieebenen, die nicht von Energiequellen, von lokalen Energiequellen ausgehen, sondern von nicht lokalen Energiequellen. Mhm. Und da sind wir auf sehr hohen, sehr kosmischen Ebenen. Mhm.
Und was ich mit dem Urteilchenstrahler so erfahren habe, ich versuche das mal so zu erklären mit so Bildern, die vielleicht wir aus unserem Verständnis heraus nachvollziehen können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen orthodoxer Christ zu einer Ikone geht und dann diese, zu dieser Ikone betet und das Gefühl hat, oh, die antwortet mir jetzt. Das ist auch nicht materiell und trotzdem geschieht etwas so. Mhm. Und so ähnlich können wir uns das vorstellen, da ist eine Wirkung spürbar, die aber nicht lokalisiert ist, jetzt von der Sonne her, und die sich auch nicht abnutzt. Oder zum Beispiel, ich bin auch Mitglied im Bruno Gröning Freundeskreis, wenn ich mich also vor ein Bild von Bruno Gröning hinsetze, dann spüre ich einen Heilstrom und das Bild nutzt sich auch nicht ab. Genau, also so es gibt das. Da Energien, so die sich das, nicht abnutzen. Ja. Die Frage ist nur, wie kann ich sie einfangen? Ja. Und da gab es natürlich schon seit Ewigkeiten die großen Yogis, die also dann in die Höhle gegangen sind und die Jahrzehnte meditiert hatten und dann hatten sie diese Fähigkeit. Ja, ich denke so an Satya Sai Baba, der macht dann so und materialisiert wie Buddhi oder Rolex-Uhren oder sonst was, weil er da eine Brücke hat zu einer nicht materiellen Wirklichkeit, weil er in der Lage ist, zu einem, mit einem anderen Feld in Kontakt zu kommen. Und um mit diesen erweiterten Feldern oder höheren Feldern, mit den nicht materiellen Feldern in Kontakt zu kommen, braucht man normalerweise ein sehr yogisches Leben, sehr yogische Disziplin, große Yogis, die können das. Und so wie ich diesen Urteilchenstrahler verstehe, ist er ein Handwerkszeug für den modernen Menschen, der einfach nicht jetzt 20, 30 Jahre in der Höhle sitzen kann, sondern der hier einfach in diesem Alltag ist und der aber eine Brücke sucht von der materiellen in die nicht materielle Welt und zurück. So, und das ist praktisch diese Aufgabe von diesem Urteilchenstrahler. Wow. Und wenn du jetzt mal die Hand so nimmst und mal so einfach mal so hinfühlst, ich versuche mal den Brennpunkt zu verändern. Warte mal, ich stimme mich mal ein auf dich. Ja. Ich muss jetzt selber erstmal drin sein. Sekunde. So, jetzt bin ich drin. Jetzt gehe ich mit meiner Hand hinter deine Hand. Ja. Und jetzt spürst du diesen Strahl. Ja. Und jetzt kannst du so ganz einfache Sachen machen, wie zum Beispiel die Aura der Hand auskämmen. Jetzt gehe ich ganz vorsichtig lang. Spürst du. Wow. Das ist ja enorm. Das ist so eine ganz, ich nehme es mal jetzt vorsichtig wieder weg. Das ist eine ganz einfache Übung, die man so zur Einstimmung machen kann, dass man hier einfach die Handaura lang fährt und natürlich kann man damit auch Körperaura lang fahren und so weiter. Das ist ja die erste Stufe von Urteilchenarbeit. Wow. Also, ich bin ganz sprachlos. War spürbar. War richtig, richtig stark für mich spürbar. Ja. Sofort. Ja. Also das ist dieses Geheimnis oder Phänomen um den Urteilchenstrahler. Ja. Und so habe ich das auch angefangen, mir zu erarbeiten. Also ich habe mich da vorgesetzt und dann ist natürlich die Intention ganz wichtig. Ich bitte, dass die Urzeichenenergie für mich fühlbar ist, ob Rama Krishna vor der Kali-Statue. Und dann irgendwann war das so am Anfang, jetzt spüre ich es. So, und dann bin ich natürlich weiter in die Forschung gegangen. Ich habe gemerkt, ich kann das unglaublich differenzieren. Man kann unglaublich viel damit machen. Es ist eigentlich ein Universalgerät. Ja. Und dann komme ich jetzt hier eigentlich schon in die erweiterten Anwendungen. Also natürlich, jetzt kann ich, wenn ich ihn so habe, kann ich damit erstmal sämtliche Aura-Arbeit machen. Das heißt, also ich kann jetzt hier in der Aura lang gehen, ich kann gucken, sind da irgendwelche Aura-Blockaden. Zum Beispiel wissen wir, dass bei Tumoren oder bei Erkrankungen sich zuerst die Aura-Deformation zeigt, bevor der sich körperlich manifestiert. Ja. Das heißt, also ich kann jetzt in der Aura fühlen, wo ist etwas und kann hier schon vorarbeiten im Grunde genommen. Und in der Aura zeigt sich das zuerst, auch wenn ein Mensch stirbt zum Beispiel, dann verschwindet zuerst die Aura. Das heißt also, wenn du in ein Flugzeug einsteigst und keiner hat eine Aura, dann würde ich in das Flugzeug nicht einsteigen, weil wahrscheinlich stürzt das ab. Ja. Also zuerst zieht die Aura sich zurück oder auch man kann an der Aura das aufbauen. Ja. Das heißt, die Aura ist so das Erste, mit dem man arbeiten kann und in Kontakt kommen kann. So, jetzt habe ich zum Beispiel diesen Urzeichenstrahler, jetzt kann ich den hier in so einen Ständer reintun. Darf ich dir eine Zwischenfrage stellen? Ja, gerne. Weil, wenn du mit ihm arbeitest, ja, an mir, an einem Menschen,
Wie spürst du, weil ich habe es ja jetzt an mir selber gespürt, ja. Wie spürst du mögliche Blockaden in der Aura? Ist es für dich eben auch, indem du ihn in der Hand hältst? Also ja, also ist es so, Richard Weigersdorfer kann das in- und auswendig. Auf seinen DVDs sehen wir das dauernd, wie er Besetzungen löst, wie er Verstorbene aus der Aura rausholt, wie er Trennungsrituale macht. Ja. Ich habe mir das hart erarbeiten müssen. Und zwar habe ich das so gemacht. Ich habe angefangen erstmal mit Aura-Arbeit. Ich fühle mit der Hand die Aura von meinem rechten Arm. Ja. Jetzt fühle ich in den rechten Arm hinein, wie es sich macht, wenn die linke Hand drüber streicht. Ja. Und jetzt wechsle ich den Fokus und fühle in die linke Hand hinein, was fühlt die linke Hand, während sie die Aura streichelt. Ja. So, jetzt mache ich das Gleiche mit dem Urteilchenstrahler. Das heißt, ich fühle jetzt erst einmal, was fühle ich in der rechten Hand, wenn der Urteilchenstrahler draufstrahlt. Ja. Und jetzt muss ich diesen Wechsel im Bewusstsein vollziehen, was fühle ich in der linken Hand, während ich hier drüber streiche, das ist so eine Veränderung, wenn ich es einmal bei mir selber kann, das lernen wir also im Jahrestraining. Das ist jetzt praktisch der Dreierkurs, wo man genau das lernt. Und dann fühle ich, da hakt es. Dann spüre man, da hakt es und dann weiß ich, da kann ich jetzt was machen. Ja. Und dann arbeite ich mit der Intention, ich bitte, dass in mein Bewusstsein kommt, was dort ist. Ja. Ich bitte darum, dass es gelöst, geheilt wird und so weiter. Und dann so die ganz einfachen Sachen, die man also dann machen kann, ist zum Beispiel, dass man morgens einfach den Urteilchenstrahler in den Ständer stellt. Dann legt man die Hand auf die Wabe. Das ist eine Wabe, die ist hier also vergoldet und ist hier verbunden mit einem Kabel mit dem Urteilchenstrahler. Also das heißt, ich strecke das hier so rein. Okay. Und jetzt ist der Urteilchenstrahler in der Lage, meine Eigenschwingung zu lesen. Jetzt lege ich die Hand auf die Wabe drauf und setze die Intention, dass meine Eigenschwingung über die Wabe gelesen wird und über den Urzeichenstrahler transformiert wird und praktisch als heile Welle rauskommt. Das heißt, also wir existieren ja praktisch in Wellenform. Ja. Dort, wo in der Welle eine Schwäche ist, dass die in eine Stärke umgewandelt wird. Das können wir uns ähnlich vorstellen wie eine Eigenurintherapie oder wie eine Eigenbluttherapie. Das heißt, also der liest mein Energiefeld, gibt das, invertiert das und gibt mir das zurück. Das verbinde ich dann zum Beispiel mit Loslassübungen, sage, und dann spüre ich in mich rein, was ist. Ich lasse los Stress, ich lasse los Ärger und dann mit Bitten, ich bitte, dass meine Gelenke geheilt werden, ich bitte, dass das geheilt wird und so weiter. So, das ist so eines der allerersten Stufen, die man mit diesem Urzeichenstrahler machen kann. Und dann habe ich durch unendlich viel experimentiert damit. Ja. Zum Beispiel gibt es hier diese Transmitter. Da gibt es einen Transmitter, der heißt Abnehmhilfe. Also als ich den Urzeichenstrahler bekommen hatte, habe ich 95,5 Kilo gewogen. Und ich muss dazu sagen, dass ich noch zusätzlich ein Programm in meinem Fitnessstudio gemacht habe. Okay. Aber die anderen, die das Programm mitgemacht haben, da sind viele wieder rückfällig geworden und haben zwischenzeitlich Heißhungerattacken bekommen, es nicht durchhalten können und so weiter. Und bei mir ging das ganz reibungslos. Und ich habe seit einem halben Jahr, habe ich also über 10 Kilo Gewicht runter durch diese Abnehmhilfe. Das heißt, ich habe diesen Transmitter Abnehmhilfe, der hat die Information, weil letztendlich ist es so, dass wie wir uns verhalten, wird durch Information gesteuert. Genau. Und wir sind die Übermittler von Information in Energie. Ja. So, jetzt habe ich hier in den Transmitter die Information Abnehmhilfe, gebe das rein und dann habe ich gespürt, oh, als ich den drauf hatte, das beginnt im Magen zu arbeiten, das beginnt hier aufzuräumen, ich kriege mehr Kraft im Solarplexus, ich kriege mehr Kraft im Bauch und so weiter. Und dann habe ich ganz klar spüren können, wie sich mein Energiefeld verändert und bin dann von 95,5 auf 84 Kilo runter mit der Abnehmhilfe und einem Programm, dem MyLine-Programm im Fitnessstudio. Das war so eine der vielen Schlüsselerfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. Ja. Und dann habe ich hier also mit ganz vielen Transmittern gearbeitet, zum Beispiel hier mit Le Royal, ich kann mir also Homöopathie da geben, ich kann mir Farben geben.
Ich kann mir hier Vibhuti von Satya Sai Baba, das kann ich mir in die Waage stellen, dann kriege ich diese Energie praktisch über den Urteilchenstrahler. Ja. Oder ich war jetzt gestern bei Amma gewesen, habe natürlich dann gleich einen Transmitter angefertigt und den kann ich dann auch reintun, dann habe ich nochmal die Erinnerung an den Darshan von Amma. Das sind also unendlich viele Sachen, die ich mache. Genau. Und das Spannende ist ja, also wie du es auch vom Abnehmen berichtet hast, es ist ja, weil es eben über die Aura geht, über diese Energiewellen, auch sofort spürbar. Es ist sofort spürbar und der Urteilchenstrahler übersetzt Information in Energie. Das kann ich auch, wenn ich ein großer Yogi bin. Klar. Ja, oder wenn ich mich jetzt da meinetwegen, ich habe eine Zettelbotschaft. Ja, ich habe mit Zettelbotschaften tolle Erfahrungen. Mhm. Ich schreibe auf den Zettel meine Affirmation oder Lebensfreude oder was immer ich gerade brauche, leg das da drauf. Ja. Natürlich kann ich auch so eine Stunde mir den Zettel anschauen. Dann fühle ich das auch. Ja. Aber wenn ich das hier drauf tue, fühle ich sofort. Also das ist so einige dieser Möglichkeiten, die der Urteilchenstrahler hat. Mhm. Oder auch zum Beispiel, ich war mit Sabine zusammen in Linz, war der Hotelzimmer nicht ganz optimal. Okay. Dann habe ich, also bin ich hingegangen, gibt viele Möglichkeiten, wo der Urteilchenstrahler helfen kann. Ich habe es ganz einfach gemacht, ich habe mir einen Zettel gemacht, habe gesagt, okay, dieser Zettel ist jetzt dieses Zimmer. Ja. Dann bin ich mit dem Urteilchenstrahler, ähnlich wie du mit der Aura, hineingegangen, habe gefühlt, oh, Wasserader, korrigiere, ich bitte, dass da Heilenergie fließt, korrigiert wird. Weiter, was ist hier? Oh, da ist ein schlechter Platz, mache ich das. Bitte um Korrektur, Urteilchenenergie, bitte korrigieren. Und gut geschlafen. So. Also das sind Möglichkeiten, wo man sofort mit dem Urteilchenstrahler arbeiten kann. Er ist im Grunde ein Universalgerät. Ich habe hier zum Beispiel, haben wir eine Lichtleiterspitze, da kann ich sogar an ganz bestimmten Akupunkturpunkten arbeiten. Ja. Oder wenn ich jetzt ganze große Flächen bestrahlen will, dann habe ich eine Breitstrahlverstärkerlinse. Da kann ich also großflächig, das heißt, der arbeitet dann so, dass er hier die Energie kuppelartig in alle Richtungen ausstrahlt. Oder wenn ich mit Transmittern arbeiten möchte und dann nehme ich jetzt hier diese Ampullenkammer. Meine Kamerafrau gibt mir ein Zeichen. Was soll ich machen? Die Dinge höher halten. Die Dinge höher halten. Okay, ich bin zu tief. Gut. Also wir sollen die Dinge höher halten. Gut. Dann, jetzt sehe ich es auch, dass ich zu tief halte im Bildschirm. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Garten arbeite oder ich bin irgendwo an einem Platz, wo ich Beweglichkeit brauche. Ja. Dann kann ich statt der Wabe diese Ampullenkammer nehmen, dann tue ich hier meinen Transmitter rein, den ich habe, zum Beispiel hier, hier Fülle und Wohlstand oder hier zum Beispiel diese Chili Royale. Ja. Dann tue ich den rein. Ich schaue mal nebenbei gerade in den Chat, genau, Urteilchenstrahler und das Energiependel Maria, ja, genial. Gut. Und dann siehst du hier, dann habe ich praktisch die Information, weil Information ist alles. Also wenn wir uns mit Burkertheim beschäftigen, mit diesen Spiegelungsräumen, dann wissen wir, dass Information letztendlich alles ist. Auch in der Homöopathie, ab einer gewissen Potenz ist dann nur noch Information, keine Materie mehr. Genau. Das heißt, ich gebe hier die Information rein und habe hier und habe dann die Möglichkeit, hier praktisch frei zu arbeiten. Dann, wenn ich jetzt meinetwegen, ich fahre mit dem Zug und ich sage, okay, ich möchte in dieser Zugfahrt mich selber aufladen, aber es soll jetzt nicht jeder sehen, dass ich einen Urteilchenstrahler dabei habe, dann habe ich die Handelektronen, oder die kann man auch sehr gut im Bett anwenden, zum Beispiel zur Regeneration. Also dann merke ich, ich bin jetzt erschöpft, ich möchte jetzt irgendwie mich mit Urteilchenenergie aufladen. Dann nehme ich die Handelektroden in die Hand, dann geht praktisch meine Körperenergie, die wird dann über das Kabel zum Urteilchenstrahler geleitet, geht hier wieder raus, wird hier aufgenommen, wird invertiert, ist also praktisch wieder eine Unterstützung der Selbstheilungskräfte. Genau. Das ist so eine der vielen Möglichkeiten, wo ich damit arbeiten kann. Es gibt
von Richard Weigersdorfer und mir entwickelt ein Jahrestraining, wo wir das in 10 Stufen unterrichten. Das ist so ein universelles Gerät, dass man das praktisch nicht an einem Wochenende erklären kann. Ja, also das sehe ich jetzt schon, hätte ich noch 1000 Fragen dazu. Ja. Also man kann so meinen Geschmack davon entwickeln. Ja, das machen wir im Einserkurs. Da erkläre ich das Ganze auch wissenschaftlich. Also das Ganze ist jetzt nicht einfach eine Hokuspokus-Maschine, sondern da steckt sehr viel Know-how drin. Das beginnt mit den Arbeiten von Wilhelm Reich. Das hat mit den ersten Forschungen, die wir über Orgonenergie haben, über Elementarteilchen, über Quantenphysik und so weiter. Ja. Und das zeige ich im Einserkurs. Ja. Und dann habe ich im Zweierkurs etwas, das ich auch noch zeigen möchte. Denn Richard Weigersdorfer hat ergänzend zum Uhrzeichenstrahler hat er Energiependel entwickelt. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Das ist ja der zweite Teil. Das ist der zweite Teil, diese Energiependel. Ja. Also Pendel ist ja seit langem bekannt, dass das Pendel als Testinstrument geeignet ist. So, jetzt sind hier verschiedene Sachen. Das eine ist, dass manchmal Pendler berichten, dass sie Energieverlust beim Pendeln haben, weil natürlich das Pendel Energie verwendet für diese Arbeit. Ja. Diese Energiependel sind mit Energie aufgeladen. Und zwar ist dort ein informierter Quarzsand, der also auf 850 Grad erhitzt wurde. Ja. Wenn der Quarzsand erhitzt wird, dann wechselt er seine molekulare Struktur. Ja. Er reinigt sich von allen Altinformationen, die er hat, die natürlich mit der Geschichte der Erde zusammenhängen. Ja. Und in der Sekunde ist er so rosa glühend und man kann ihn informieren. Und diese Information ist praktisch wie, wenn man etwas einfällt, ist dann drin. Und in jedem dieser Energiependel ist dieser Quarzsand mit einer Information, die auf Stimmigkeit ausgerichtet ist und darauf, dass der Anwender keinen Energieverlust hat. Das heißt, das eine ist, wenn ich mit dem Pendel arbeite, dass ich keinen Energieverlust beim Pendeln habe. Das zweite ist, dass es mich in der Stimmigkeit unterstützt. Und dann kommt noch ein dritter Faktor hinzu, der also lange Zeit, ich will nicht sagen geheim gehalten wird, aber die Leute draußen haben es nicht gewusst. Ja. Das hat mit Pendelmagie zu tun. Ja. Und zwar ist es so, dass wenn wir ein Pendel kreisen lassen, dass wir das einsetzen können, um Energien herauszuziehen aus Systemen oder hereinzubringen in Systeme. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung zykloid funktioniert. Ja? Wir finden überall die Spirale. Wir finden sie in der Milchstraße, wir finden sie bei den Wirbelstürmen, wir finden sie im Wasserstrudel, wir finden sie in der DNS, wir finden sie überall. Und wenn wir uns auf die Urteilchenenergie einstimmen und dann das Pendel bewegen, dann können wir jede gewünschte Information aus einem Energiefeld herausziehen. Ja. Also wir können zum Beispiel sagen, ich hatte mal im 7. Lebensjahr ein Problem als kleines Kind, ich gehe in der Zeitreise zurück. Dann schwinge ich diese Information aus und dann sage ich, was hätte ich denn damals gebraucht? Ich hätte einen Schutzengel gebraucht. Den schwinge ich jetzt ein. So. Genau. Dann schwinge ich den ein und dann verändere ich meine Zeitlinie, was automatisch eine Auswirkung hat auf die Jetztzeit. Genau. Und das ist diese Arbeit mit dem Energiependel, wo wir also dann ganzen Wochenende das Lernen und Üben mit verschiedenen Matrixen, angefangen mit der Zeitlinie, mit den verschiedenen Energiekörpern, mit dem Chakra-Energiesystem, mit ganz speziellen Themen. Und das ist diese Pendelarbeit, die ich mir also auch habe angewöhnen dürfen und wo ich sage, ja, wow, das ist ein Wunder, dass das alles funktioniert. Ja. Das ist ja ganz interessant, Und eine Frage, mehrere Fragen, gibt es eben natürlich auch schon von unseren lieben, lieben Zuschauern, die hier in den Chat schreiben. Und ob das auch mit Lebensmitteln zum Beispiel möglich ist. Also auch mit Lebensmitteln ist eine Frage. Ich denke mal, das wird in dem Zusammenhang jetzt gewesen sein, rausnehmen. Also ja, da kann ich, ich kann natürlich, und das ist das Einfachste. Ich habe ja, wenn ich die Lebensmittel eingekauft habe, habe ich die ja in einem großen Korb. Ja. So,
So, und es geht ganz einfach über die Intention, dass ich jetzt zum Beispiel den Urteilchenstrahler habe. Habe ich da meinen Korb und dann sage ich, und ich immer, Intention ist immer entscheidend, ich bitte, dass jetzt alles rausgereinigt wird, alle Informationen, die angefangen von dem Strichcode, über den Ziehen, über die Kasse, die industrielle Verarbeitung und so weiter, dass das alles rausgezogen wird aus dem gesamten Korb, ja. Und dann erst kommen die Sachen in den Schrank rein. Und dann natürlich, was ich also auch mache und was ich für sinnvoll halte, wenn ich also irgendwie etwas zu mir nehme, wo ich merke, da hat jetzt ein Lebewesen leiden müssen für oder eine Pflanze verleiden müssen, dass ich einfach für diese Wesen bitte und mich innerlich auch entschuldige, dass diese Wesen praktisch leiden mussten, sei es Tierwesen, sei es Pflanzenwesen, damit ich leben kann. Genau. Ja. Und dadurch ist wieder der positive Rückeffekt, dass es für mich selber bekömmlicher ist. Genau. Dann, was ich mit dem Pendel sehr gerne mache, ist, wenn ich irgendwo essen gehe, ich habe eine sehr starke Empfindlichkeit mit Essen. Und wenn ich jetzt im Restaurant bin und die Küche ist nicht gut oder zum Beispiel, wenn der Koch zornig ist, das ist ja ein Essen drin, dann nehme ich das Pendel und dann lasse ich das kreisen. Gut, bei mir ist Ausschwingen linksrum, bei manchen ist es andersrum, das liegt daran, dass ich Linkshänder bin. Und dann bitte ich, dass alles ausgeschwungen wird, was an Störenergien da drin ist. Lass das 30 Mal kreisen. Dann bitte ich, dass alles eingeschwungen wird, was nahrhaft ist, was kräftigend ist, was ich an Energie brauche, und lass das 30 Mal in die andere Richtung kreisen. Und ich merke es einfach an meinen eigenen Reaktionen. Ich habe schon tausend Sachen versucht, um mein Essen zu energetisieren, habe gemerkt, das ist am kraftvollsten. Wow. Eine weitere Frage, und ich denke, die ist schon fast auch beantwortet, und mit Wasser, selbstverständlich. Wasser ist ja ganz, ganz entscheidend, weil letztendlich bestehen wir zum größten Teil aus Wasser. Wir brauchen Wasser. Und es ist absolut sinnvoll, dass wir unser Wasser bestrahlen. Das können wir jetzt ganz einfach machen, indem wir zum Beispiel den Urteilchenstrahler hier draufstellen. Und dann lasse ich den einfach nach unten kippen, so, und dann habe ich da unten mein Wasserglas und bestrahle dieses Wasser. Und ich kann diesem Wasser, weil Wasser geht ja direkt in die Zellen rein, das heißt, wenn ich es merke, ich brauche gerade Lebensfreude, dann mache ich es entweder über die Intention, dass ich sage, ich bitte den Urteilchenstrahler da Lebensfreude reinzustrahlen, oder ich suche mir einen Transmitter und sage, ach, jetzt hätte ich hier gerne hier Fülle und Wohlstand. Ach ja, ich habe bald eine Rechnung zu bezahlen. Okay, dann tue ich den rein und ich verstärke meine Intention. Wenn ich ganz, ganz stark im Mentaltraining wäre, dann würde ich das auch können. Genau. Aber ich muss dann gar nicht so stark machen, weil der Urteilchenstrahler schon ganz viel abnimmt. Ja. Wow. Klasse, so, so spannend, so viel. Unsere halbe Stunde ist verflogen, ist so schnell verflogen, und ich würde, und vielleicht spreche ich auch in eurem Namen, dich doch bitten, mal wieder zu kommen, um uns vielleicht noch mehr, noch einen Schritt weiter zu berichten, weil das kann ja jetzt nur, also für mich war es so, ein solches Aha-Erlebnis. Wie gesagt, ich habe davon noch nie gehört. Und es ist ein Türöffnen für eine andere Wirklichkeit, dass ich mir selber ein Jahr lang erarbeiten musste. Und der Urteilchenstrahler ist gleichzeitig auch eine Bewusstseinsschulung. Ja. Und vielleicht sollte ich noch sagen, er funktioniert nur mit Liebe. Das heißt also, Missbrauch ist auch nicht möglich. Ist auch nicht möglich. Ja, das ist ja das Allergenialste nochmal. Gut. Noch das I-Pünktchen obendrauf sozusagen, oder? Also, weil es ist ja doch schon auch ein Thema. Missbrauch von wirklich so wunderbarer Energie. Und dadurch ist er ein optimales Instrument für die eigene Bewusstseinsschulung. Ja. Also er ist gleichzeitig auch ein Trainingsgerät für das eigene Bewusstsein,
wenn wir mit dem Urteilchenstrahler arbeiten, wir beginnen mit Materie anders, das heißt achtungsvoller, respektvoller und bewusster umzugehen. So schön. So schön, dem ist jetzt auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Gut. vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Und wie ich schon gesagt habe, ich freue mich auf ein nächstes Mal, wenn du da bist. Und die Sabine natürlich auch, die heute Platz genommen hat hinter der Kamera und so schöne Detailaufnahmen dann auch gemacht hat. Und wenn wir noch mehr erfahren dürfen von deiner, von eurer Arbeit und von diesem tollen Urteilchenstrahler. Ja, und vielleicht noch die Webseite www.urteilchen.de, da findet man noch ganz viel darüber. Genau, und auch Informationen, ich sage jetzt mal, über Seminare, und was es an Material gibt und. Ja, das ist jetzt so ein bisschen kurz gekommen, aber nochmal, sag nochmal bitte die Webseite. Also www.urteilchen.de. www.urteilchen.de, da könnt ihr alles nachlesen. Ich schreibe es dann auch nochmal rein in den Chat auf alle Fälle für euch jetzt und genial. Wunderbar. Ich bin beeindruckt. Ich war auch beeindruckt, als ich das Ding kennengelernt habe. Super. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, unsere halbe Stunde ist so, so schnell verflogen. Machen wir jetzt, ihr Lieben, eine kurze Pause und dann bin ich für euch wieder da. Bis nachher. Ciao. Ja, Dankeschön.